Diese großen, fetten Powerbanks, ja, da habe ich schon immer wieder mal was hergezeigt, auch auf Instagram. Und da kommt immer die Frage, Reini, was hast du so? Oh, ja, das ist meine Hantel von Gold Zero. Wenn du wissen willst, welche ich habe, wo das Einsatzgebiet liegt und warum das eine Möglichkeit für Krisenvorbereitung, nämlich für Stromausfall ist, wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop und schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute Power Stations anschauen. Ich habe 3 Stück mitgebracht. Einerseits das Nightcore 400, dann ein Presser, das ich seit einigen Monaten, also eigentlich seit dem Sommer im Einsatz habe, das ich auch sehr, sehr gut empfinde. Das sind 100 Wattstunden. Und dann, oh, das wird wieder schwer werden. Den Gold Zero, der eine eingebaute Autobatterie hat. Das Ding ist wirklich schwer, also wenn du trainieren willst, wow, ist das eine gute Variante. Aber gut, jetzt zu diesen Teilen hier. Wozu sind die eigentlich da? Die sind für Off-Grid-Camping da. Ne? Off-Grid, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das heißt ohne Stromversorgung, ohne das herkömmliche Stromnetz. Und wenn ich da solche Teile einsetzen kann, dann ist das meiner Meinung nach auch etwas, was man für die Krisenvorbereitung, für Blackout-Vorsorge, also für Stromausfallvorbereitung in Stadtwohnungen zum Beispiel gut einsetzen kann. Ich komme gleich dazu. So. All diese Teile, die ich dir vorstelle, können einerseits USB-Ausgänge sozusagen, also alles, was du daheim auflädst, dein Smartphone zum Beispiel, die Kamera hier hinter mir. Da hinten habe ich unterschiedlichste Verbraucher wie Kopflampen, die man über USB sozusagen auflädt. Das kann ich hier alles machen. Ich kann aber auch Wechselstrom, ist ein Wechselrichter mit drinnen, bei allen 3, kann ich jetzt auch kleine, mehr oder weniger kleine Verbraucher, kommt darauf an, welche Teile ich hier jetzt einsetze, anhängen. Ist es sinnvoll? Ist es notwendig? Kann ich da nicht sagen. Also ich werde jetzt keinen Kühlschrank damit betreiben können, aber ist die Frage, ob das auch wirklich notwendig ist. Das geht einfach nicht. Der hat zum Beispiel 400 Wattstunden. Ja? Das heißt, ich kann, ich sage das jetzt mal so, 400 Watt eine Stunde lang betreiben oder eben äquivalent dazu. Ja, das heißt auch natürlich weniger, wenn ich jetzt nur 1 Watt ziehe, ja, dann kann ich das 400 Stunden lang ziehen. Also so von der Idee her, so ganz grob. Ja? Wenn ich mich noch an meine Ausbildung erinnere, ich habe das meiste vergessen. Gut. Aber jetzt zu diesem Vorbereitungsaspekt. Wenn ich mir Videos anschaue und auch Bücher lese oder Krisenlisten mir anschaue, dann steht im Zusammenhang mit Stromausfall immer das Notstromaggregat. Diesel- oder Benzinbetrieben gibt es ja unterschiedliche Arten. Es gibt auch mit Gas, aber wurscht jetzt. Ja? So, sagen wir ein dieselbetriebenes Notstromaggregat. Erstens, dass die mal eine gewisse Größe haben, ist einmal das eine. Dass ich dafür natürlich auch Benzin brauche, ist das andere. Gut, oder Diesel ist auch in Ordnung. Ich muss sie immer wieder mal warten. Ja, sie sind lärmintensiv, also die hört man schon. Die machen so ein bisschen Abgas und so. Dass das für jemanden am Land oder mit einem Haus, mit Garten eine Lösung sein kann, keine Frage. Aber wenn du in einer Wohnung bist, ist das keine Möglichkeit. Das sehe ich nicht. Da sehe ich dann genau diese Teile hier und habe jetzt folgende Denkaufgabe sozusagen. Wenn ich mit Leuten spreche, die sich für Krisenvorbereitung im Zusammenhang mit Stromausfall interessieren, ist das eines der ersten Sachen, die ich höre, ein Notstromaggregat zu kaufen. Ich weiß nicht, warum das in den Köpfen der Menschen drin ist, aber dann frage ich, ja, und was willst du damit betreiben? Und da kommt dann häufig, nicht immer, aber häufig, naja, weil dann kann ich meinen Kühlschrank weiter betreiben. Und auch das Licht hier oben, ne? Die Welt rund um mich, die verrecken alle, aber ich habe ein Notstromaggregat mit Benzin oder Diesel. Und ja, bei mir leuchtet das Licht ganz einfach und mein Kühlschrank, der funktioniert auch. 3 Punkte dazu. Erstens, so einfach, dass du einfach umswitcht und sagst, okay, das ist ja nicht wie eine Steckdose, dass ich jetzt sage, okay, ich stecke den Netzbetreiber, wer auch immer das bei dir daheim ist, den stecke ich raus, den werfe ich weg und dann nehme ich ein Kabel und das ist das Kabel vom Notstromaggregat und das poppe ich da einfach drauf und dann ram, ram und super und dann habe ich einfach wieder super Licht. Ja, das spielt es ja nicht. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass das auch, wenn du ein System hast, das automatisch hochfährt, weil es könnte ja auch sein, dass der Stromausfall dann beginnt, wenn du gerade nicht daheim bist. Viel Spaß dann beim Kühlschrank und so weiter. Dass du ein System hast, das dann automatisch übernimmt und hochfährt und super. Ja, wenn du magst, ich meine, wenn du dich so ausstatten willst wie ein Krankenhaus oder
andere Institutionen, die dann aber auch Techniker haben, die sich permanent darum kümmern, dann macht das und bedenkt auch die rechtliche Komponente. Aber das halte ich auch für Blödsinn und für unrealistisch. Das wird nicht der große Teil der Menschen da draußen machen können. Und der dritte Aspekt ist, ernsthaft, was willst du denn dann betreiben? Das mit dem Kühlschrank, ich bitte dich. Ernsthaft jetzt. Das Wichtigste wäre, dass ich meine Heizung irgendwie betreiben kann. Ne? Der Kühlschrank. Nicht böse sein. Ich meine, du wirst das sehen, ich esse auch sehr gerne und leider zu viel. Aber der Kühlschrank, die letzte Stromausfallmöglichkeit, also ich habe heute den 14. Jänner, ist ja ein paar Tage ist es her, ist Gesamteuropa an einem Stromausfall vorbeigeschrammt. Mehr oder weniger. Ob es jetzt ein Problem ist oder nicht, lassen wir jetzt einmal weg. Aber stell dir vor, im Jänner ist der Strom weg für, und das sagen auch die Netzbetreiber, dann bis zu 14 Tage, bis da alles wieder hochfährt. Wir haben es aktuell hier minus 5 Grad. Die Bude wird kalt. Wäre es dann nicht cool, wenn mein Notstromaggregat meine Heizung betreiben könnte? Und das möchte ich aber sehen, ob das geht. Es kommt nämlich drauf an. Hast du auch eine Pelletsheizung? Na, viel Spaß! Also, die Vorstellung, dass ich mir ein Notstromaggregat einfach einmal so herstelle und das steht dann da und ich reiße mal an und sage, oh, ist super, wunderbar, das spielt's nicht. Ich habe das meiste aus meiner elektrischen und elektronischen Ausbildung wirklich wahrlich vergessen, das gebe ich zu, ja. Aber das habe ich verstanden, dass es so einfach nicht geht. Wenn du aber solche Teile hier hast, Wartung, sehr überschaubar. Du kannst die Teile auch über den Netzstrom aufladen und das mache ich zum Beispiel. Ja? Also ich nehme jetzt zum Beispiel das Nightcore her, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? So, hier jetzt. Ja? Ich zeige es dir, bei den anderen ist das sehr ähnlich. Ich habe jetzt hier die Kapazitätsanzeige und ich kann jetzt da habe ich meistens meine USB-Anschlüsse, also mein iPhone oder irgendein, oder zum Beispiel auch, das liegt jetzt da drüben, die Nightcore-Kopflampe, die passt auch gut dazu. Übrigens, alles billige Eigenwerbung hier, also die Nightcore-Dual-Power-Lampe, gebe ich da unten einen Link, das ist wirklich ein super Teil, also sowas braucht man eigentlich, meiner Meinung nach, aber ist ein anderes Thema. Aber mit dem hier lade ich diese Dinge immer wieder auf. Und ich schaue, dass die Kapazität nicht auf Null runtergeht. So wie ein Auto. Da schaut man auf, dass, also ich mache es zumindest so, ich schaue immer, dass ich halb voll bin auf jeden Fall. Weil dann kann ich noch weiterfahren, wenn es immer. Also ich gehe nicht bis auf den letzten Tropfen, dann tanke ich wieder voll. Sondern immer wieder periodisch. Und das mache ich hier auch. Und wenn ich sehe, dass ich hier ein Problem habe, gibt es einen Netzadapter. Der ist auch im Lieferumfang übrigens dabei. Ich gebe da den Link zu den unterschiedlichen Herstellern, wo man das kaufen kann. Kann ich hier anschließen. Und stecke einfach an. Und dann mache ich ihn wieder voll. Natürlich habe ich hier jetzt, da wird jetzt die ganzen Techniker und technisch Interessierten, ja, aber der Wirkungsgrad, da könnte ich ja gleich direkt anhängen an meine Strom. Das weiß ich schon, ja, das ist mir klar. Aber es geht ja darum, dass ich ein Teil da habe, das ich immer vorbereitet habe in der Ladung, dass ich eine gewisse Kapazität zur Verfügung habe, damit ich dann meine kleinen Verbraucher, wie zum Beispiel Kopflampen, aufladen kann. Ich kann damit nicht meine Pelletsheizung betreiben. Auch eine Gastherme wird sie da nicht ausgehen. Und auch ein Kühlschrank nicht. Aber das brauche ich auch nicht. Ich will nur gewisse Teile handlungsfähig bleiben. Und kann den anderen Leuten rund um mich auch helfen. Ja? Also alle, die was rund bei uns sozusagen wohnen, denen kann ich auch damit helfen. Dann kann ich ihnen auch Sachen aufladen. So. Wenn Sommer wäre, ist mir mit der Heizung ohnehin egal, aber dann habe ich hier auch die Möglichkeit, wiederum über diesen Anschluss mit einer Solarpaneele zu arbeiten. Haben wir gemacht, haben wir so oft ausprobiert, ist voll super. Das zeige ich einmal in einem anderen Video her, also ein Abo lohnt sich. Mit diesen kleinen geht das genauso, das ist zwar ein bisschen ein anderer Stecker, aber da habe ich auch die Möglichkeit, ja, mit USB aufzuladen und das reicht auch meistens. Ich muss echt sagen, das reicht meistens. Das sind die Lithium-Ionen-Teile und das ist die Idee dahinter. Und dann habe ich auch, jetzt muss ich wieder aufheben. Alter! Schau mal her. Das ist der Gold Zero. Und der, ja, das ist der Yeti 400. Also der hat auch 400 Wattstunden. So wie dieses kleine leichte Teil hier, das man so ganz locker aufhebt. Aber da ist eine Autobatterie einbaut. Und funktioniert genau nach demselben Prinzip. Also du drückst da drauf und dann hast du hier die Kapazität. Und wenn ich was anhänge, zeigt er da an, wie viel Energie jetzt gerade abfließt, ja, wie lang wir diesen Verbraucher noch betreiben könnten. Und auf der anderen Seite, wenn ich Power reinschicke, zum Beispiel über eine Solarstation, ist wirklich sauschwer, ja, dann kann ich damit auch arbeiten.
So, jetzt stellt sich vielleicht der eine oder die andere die Frage, warum bitte nimmt man das mit einer Autobatteriewesen so verrückt? Ich habe diesen Tipp vom Dr. Thomas Gierges. Thomas, Dankeschön. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Aber da hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es das Teil auch in Autobatterieausführung gibt. Und das ist schon cool, weil ich habe hier jetzt einen Wechselrichter. Das heißt, ich kann hier auch gewissermaßen zum Beispiel also ein Laptop oder was betreiben oder irgendwelche Mac-Geschichten. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist Pipifax. Das nimmt ja ganz locker. So. Und der wirft mir auch eine schöne Sinuskurve, wie man das nennt. Also dieser Strom, dieser Wechselstrom, das ist wirklich schwer, muss es runtergehen, ist wirklich schwer. Also wohin tragen willst du das sicher nicht, außer du bist ein Henker. Eine schöne Sinuskurve, damit ich elektronische Geräte betreiben kann. Denn wenn ich mir an bei irgendeinem Baumarkt einen Baustellen-Stromgenerator kaufe, dann macht er, das weiß ich auch nur aus der Ausbildung, und kann die Elektronik ein bisschen kaputt machen. Dieses Problem habe ich hier nicht. Aber ich kann eine Autobatterie verwenden. Und die Autobatterie, die kriege ich leicht irgendwo. Wenn mein Lithium-Ionen-Akku kaputt ist, der da drinnen, dann kann ich das Teil nehmen und dann ist es Sondermüll. Aber hier kann ich aufschrauben, da an diesen Stellen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mal einen Kommentar, weil dann zeige ich das auch einmal hier in einem eigenen Video, wie ich das mit dem mache hier. Ja, und kann die Autobatterie wechseln und eine neue reingeben und habe trotzdem das Teil wieder zur Verfügung. Und Autobatterie kostet einen Nasenraume, wie man in Österreich sagt. Also ein Nasenraume ist ein Nasenpopel, also ganz, ganz wenig im Vergleich zu einem neuen Teil. Ich meine, ich wüsste nicht, warum dieses Nightcore, das ich übrigens sehr, sehr schätze, kaputt wird, aber wer weiß. Und das nächste ist, ich kann jetzt auch hergehen und mir eine zweite Autobatterie hernehmen, die ich übrigens auch hier habe. Und mit diesen kleinen Teilchen hier, ja, die zwei aneinander bauen. Und dann habe ich entweder, dann habe ich halt 800, das ist wirklich so schwer, 800 Wattstunden, ja. Ich glaube von der Idee her auch klar, ich kann ja hier sehr viele Dinge tun, um handlungsfähig zu bleiben. Was die bessere Wahl ist, das musst du für dich selber wissen. Wenn du sagst, ich möchte das vielleicht auch mitnehmen, ja, dann ist ein Lithium-Ionen-Teil, das auch ein bisschen mehr kostet, aber soll so sein, sicher die bessere Wahl. Oder dieser kleine hier, den ich auch sehr, sehr schätze. Wie gesagt, ich gebe da den Link zu den Herstellern, wo du das kaufen kannst und den Einkaufsmöglichkeiten. Wenn du aber so ein bisschen Prepper-like unterwegs bist, du sagst, naja, was ist, wenn das länger als 10 oder 14 Tage dauert, bis der Strom wieder kommt, ne? Könnte ja alles runtergehen und dann müssen wir, so wie Mad Max, aus irgendwelchen Autos, Autowracks was ausbauen und so. Ja, ja, warum nicht, ja? Dann kauft ihr dieses Teil da und in der guten Zeit machst damit Krafttraining oder so. Das ist die Idee dahinter. Okay? Am letzten Punkt, und dann bin ich fertig. Ich werde die Teile dann, wenn euch das interessiert, wenn dich das interessiert, schreib mal bitte einen Kommentar, auch einzeln vorstellen und was die alles können, wenn da Bedarf da ist. Aber eine Sache noch. Wichtig ist, dass du das halt auch wartest, aber nicht warte, indem ich wie beim Stromgenerator, der wie gesagt in einer Wohnung ohnehin keinen Sinn macht, da muss ich auch immer wieder Öl nachschauen, muss ich wieder mal anlaufen lassen, muss man eine Zeit lang laufen lassen, etc. pp. Hier muss ich halt immer wieder schauen, dass ich Energie reinbringe. Ich muss sie immer wieder mal an Stromnetz hängen. Einen kurzen Moment, ja, das hätte ich rüberbringen können, ich gebe es zu. Aber ich muss ihn halt zum Beispiel mit dem hier, da habe ich den Netzstecker dazu, da ist das dazugehörige Netzteil und dann eben mit dieser Buchse hier. Das Interessante ist, der hier, der Presser hat eine eigene Buchse, aber Nightcore zum Beispiel, der hier, ja, Nightcore, passt auch rein, weil das dasselbe Typ ist, wie beim, wo muss ich denn jetzt rein, ich weiß es nicht, da oben ist der Input, da rein, ja, boah, ist wirklich sauschwer. Da rein. Und ich habe auch, wie gesagt, mehrere Solarpaneele, eine zum Auflegen, also eine Faltpaneele, boah, ich schwitze jetzt wirklich, und eine aufstellbar, die auch herzeigen kann, wenn da Bedarf besteht, und mit dem kann ich das aufladen. Das heißt, immer und immer wieder aufladen und schauen, dass ich niemals wirklich runterfalle. Und dann halt meine Verbraucher über das auflade. Dann lernst du auch mit dem Teil arbeiten, du weißt, kennst die Macken, du hast dann auch ein Gefühl, wie lange das dauert. Und eins kann ich da sagen, eine Kopflampe oder irgendein iPad oder sowas aufladen mit dem hier, das kann ich schon einige Male machen, besonders die Kopflampe, weil die braucht nicht viel. Ja? Das ist wirklich eine coole Sache
und gehört meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, in einen Haushalt, der sich für Stromausfall vorbereiten mag und keinen Garten hat, wo man den Generator anwirft oder einen Keller, wo man den dann auch hinstellt, ja, ist das die Lösung meiner Meinung nach. Das war's. Schreib mir bitte einen Kommentar, ob ich die alle einzeln vorstellen soll oder ob der EK-Bedarfsstelle will, da einfach einmal eine kleine Umfrage machen. Dann ich gebe da unten den Link zu all diesen Teilen, wo du die kaufen kannst. Ja? Ich gebe da auch den Link zu meiner Lieblings-Prepper-Stromausfall-Kopflampe, die es aber billige Eigenwerbung bei mir im Shop natürlich gibt, das ist eh ganz klar. Und schreib mir einen Kommentar, was du von dieser Idee hältst und ob du meiner Meinung bist oder sagst, na, das ist alles ein Klumpert, Stromgenerator mit Dieselbetrieb ist viel, viel besser. Würde mich einfach interessieren. Daumen nach oben oder nach unten. Abo dalassen. Da geht es direkt in meinen Shop zu dieser Dual Power Lampe. Schau dir die an, die ist wirklich cool. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und schau mal bei der Oma Krisenliste vorbei, wenn du das noch nicht kennst. Dann rein raus, bis bald und ciao, ciao.